Ich will heute darüber reden, wie man es seinem Herzen recht machen kann und nicht den anderen. Wir versuchen meistens, es den anderen recht zu machen, und wenn wir dann gefragt werden, lebst du nach deinen eigenen Regeln und machst du es den oder hörst du nur auf andere, dann sagen wir meistens, ja, ich lebe eigentlich nach meinen eigenen Regeln. Aber das Ding ist, wir werden überdeckt von diesen Erwartungen anderer. Das heißt, wir nehmen unsere Herzenswünsche, unsere Herzensimpulse gar nicht mehr richtig wahr. Wir können sie meistens nur noch verdeckt unter der Oberfläche irgendwie herausfühlen. Und zwar immer dann, wenn irgendeine Entscheidung gefällt werden muss oder wenn man irgendwas tut und man muss entscheiden, geht man jetzt diesen Weg oder geht man jetzt diesen Weg? Macht man jetzt das oder macht man jetzt das? Und meistens haben wir so ein ganz minimalen Impuls, so dieser erste Impuls, nachdem sofort die Angst oder die Erwartungen anderer diesen Impuls überlagern. Und wir müssen lernen, wieder auf diesen ersten Impuls zu hören. Weil nach diesem ersten Impuls kommt meistens dann die Angst. Ach ja, aber wenn ich jetzt dahin gehe, dann könnte ja sein, dass mich da jemand. Also da kommen dann entweder diese Ängste, in irgendeine Unsicherheit reinzugehen, die man nicht kennt. Und dann überlagert diese Angst deinen ersten Impuls, der eigentlich dein Herzensimpuls war, der eigentlich aus dem wahren Interesse herausgeboren wurde. Oder es sind dann die Erwartungen anderer. Ja, aber wenn ich das mache, dann denken die anderen das und hin und her und so weiter. Und das ist dann das Zweite, was dann auch diesen ersten Herzensimpuls überlagert, sozusagen. Und wichtig ist, es zu erkennen und dann vielleicht rückwirkend zu überlegen, was war denn mein erster Impuls? Mein erster Impuls, das ist wie so ein leichter Stromschlag, so eine leichte Erregung, die man bei einer Entscheidung empfindet, und man sollte dieser Entscheidung nachgehen. Genau diesem Herzensimpuls sollte man nachgehen. Und das ist mehrmals am Tag der Fall, dass das Herz oder der Bauch, man sagt auch aus dem Bauch heraus, aber ich nenne es jetzt mal Herzensimpuls, dass dieser Impuls auftritt und dass wir dann mehrmals am Tag die richtige Entscheidung treffen können. Und wenn uns dann die Angst, also wenn wir dann durch den Verstand über gewisse Dinge nachdenken, ja, aber wenn jetzt das passiert und dann das und dann mache ich doch lieber das, dann können wir das sehr gut erkennen, dass wir gerade über diese Entscheidung rational versuchen nachzudenken. Und es das heißt nicht, dass es unbedingt schlecht ist, über eine Entscheidung rational nachzudenken. Es heißt nur, dass wir meistens versuchen, mit unserem Verstand unseren ersten Herzensimpuls wegzurationalisieren, sozusagen. Und das können wir erkennen, und da können wir erkennen, okay, was waren jetzt meine Angst? Warum habe ich mich jetzt anders entschieden? Was war denn mein ursprünglicher Herzenswunsch, sozusagen? Und wenn wir das machen, dann leben wir viel mehr mit einer Linie unserer wirklichen Werte, also auf einer Linie mit unseren wirklichen Werten und dem wirklich, was wir wollen. Und dann werden wir im Endeffekt auch zufriedener. Wir gehen zwar mehr Risiken ein wahrscheinlich, aber das sind dann Herzenswünsche. Und dann werden wir zufriedener und glücklicher in unserem Leben. Und im ersten Moment kann man das nicht erkennen. Da denkt man dann, oh, ich bleibe jetzt doch lieber hier in meiner Komfortzone und mache das lieber nicht, dann geht es mir doch besser. Aber wie sagt man, auf lange Sicht gesehen ist es immer wichtig, sich Tag für Tag für Tag für Tag immer und immer und immer wieder auf diesen Herzensimpuls einzulassen und sich für diesen Herzensimpuls zu entscheiden. Bis zum nächsten Video. Ciao.